Hallihallo, hier ist wieder mal der nette Nachbar mit einem schnellen Video für alle, die in Zeiten von Coronavirus ein Homeoffice-fähiges Telefon benötigen. Ich habe ja mal ein Jelink-Telefon herausgesucht, und zwar eins mit Farbdisplay und einem Beistellgerät, dem sogenannten Ki-Modul. Wer meinen Kanal kennt und die alten Videos mal angeschaut hat, wird sehen, okay, Jelink mache ich jetzt schon ein paar Jährchen. Konfigurationen und so weiter und so fort. Also kriegt man das Ganze hier auch mit dieser ziemlich neuen Generation hin. Gut, schauen wir mal kurz rein. Wir gehen mal auf die Webseite von Jelink, jelink.com, unter Products, Voice Communications. Da haben wir diverse Produkte und dort haben wir die entsprechenden Telefone. T5 Series, T4, T2 und Dectphones. Bisher habe ich mich vorwiegend mit der 2000 als T2 Serie beschäftigt, also T23P, T29G. G steht für Gigabit, das P hier ist nur 100 Megabit beschäftigt. Dann gibt es die 4000er Serie, die habe ich bisher noch nicht in den Fingern gehabt. Und jetzt wende ich mich mal der T5-Serie zu, und da ist mir das T54W ins Auge gestochen, weil relativ guter Preis mit der Möglichkeit, ein Beistellgerät ranzuschließen, also sprich ein Tastenfeld. Und hier haben wir auch den Punkt, wir haben drahtloses Netzwerk, also WLAN und Bluetooth integriert. Also eine ganz tolle Geschichte. Das Ganze möchte ich hier mal kurz ein bisschen vorstellen und gehe mal hier kurz drauf ein. Ich schalte dazu mal oben auf meine PowerPoint, die ich da so schnell zusammengeschossen habe. Also nochmal Yealink Voice Communications T5 Series T54W. Das Telefon selbst hat ein Farbdisplay, hat Gigabit LAN. Auch durchgeschalten, also wenn ihr noch einen Rechner oder einen Drucker dahinter hängen wollt, da bekommt dann auch Gigabit LAN, das ist kein Thema und ist natürlich PoE-fähig. Ich habe ja nochmal eine Großansicht, WLAN integriert für 2,4 und für 5 GHz, Bluetooth ist integriert. Was nicht im Lieferumfang dabei ist, bitte beachten, ist ein Netzteil 5 Volt 2 Ampere, das müsst ihr separat erwerben. Sofern ihr das Telefon an einem nicht PoE-fähigen Switch oder im WLAN-Modus betreiben wollt, dann braucht ihr halt ein Netzteil. Gibt es ab 7,60 € aufwärts. Ja, Homeoffice, natürlich möglichst viele Speichertasten. Da ist natürlich so ein Expansion-Modul oder im deutschen Key-Modul, Speichertastenmodul, eine ganz feine Sache. Auch mit der Möglichkeit, erstens ist es farbig. Und wir haben drei Ebenen, hier 1, 2 und 3. Das heißt, pro Ebene 20 Speicherplätze. Insgesamt sind das dann 3x20 müssten 60 sein, grob gerundet. Plus einige hier am Telefon. Da haben wir nochmal auf jeder Seite nochmal 10, also auf jeder Seite 5 insgesamt nochmal 10 Speichertasten. Bedeutet, im Idealfall haben wir hier 70 Speicherplätze, die wir belegen könnten. Das sollte für die meisten Anwendungen ausreichen. So sieht das ganze Telefon mit montiertem Key-Modul aus. Ich habe das jetzt hier auch neben mir stehen. Ich habe das heute in den Betrieb genommen. Ich habe das Ganze mal via Amazon bestellt, inklusive einem Headset auch von Yealink. Das heißt, gestern bestellt am 18. März, heute 19. März geliefert. Nee, Moment. 20. März haben wir heute. Egal. Also extrem schnelle Lieferung. Und ihr habt auch ein Preisgefühl, wo wir uns hier bewegen. Das Headset 26 €, das Key-Modul. Ja, das schwankt immer ein bisschen, je nachdem. So, das mit ein bisschen Glück 85 € bis 100 € und das Telefon, ja, um die 150 €. Aber sehr, sehr wertige, hochwertige Verarbeitung, sehr, sehr gute Haptik. Farbdisplay, Bluetooth integriert, Gigabit LAN und WLAN integriert für 150 €. Was will man mehr? Gut,
Habt ihr keinen PoE-Switch, kabelgebundenen Betrieb oder ihr wollt es mit WLAN benutzen, dann brauche ich euer Netzteil. Einfach mal bei einem Händler eures Vertrauens, zum Beispiel Amazon, mal googeln. Also ich habe hier zum Beispiel sowas hier. Gibt es ab 7,60 € rund 5 Volt 2 Ampere und schon funktioniert das Ganze. Jo, die Montage ist kinderleicht, die Inbetriebnahme auch, weil ja, man kann mit dem Display anzeigen, das ganz schnell auf Deutsch umstellen. Das Default-Login ist Admin mit Passwort-Admin und dann kann man sich direkt am Telefon selbst auch durchhangeln und das Ganze über WLAN einbinden. Also an der Fritzbox angebunden, entweder Kabel oder über WLAN, ist total easy. Etwas problematischer ist natürlich die Inbetriebnahme, da die Telefone in der Regel nicht für den Betrieb an der AVM Fritzbox, sondern an PBX-Anlagen gedacht sind. Die funktionieren an der Fritzbox, die Bedienung ist allerdings halt ein bisschen problematischer. Schaut euch dazu bitte mal folgendes Video an. Das ist ein bisschen älter, passt aber immer noch. YouTube, einfach mal hier unter diesen Namen suchen, Titel suchen. Das Grundprinzip ist immer dasselbe. In der Fritzbox wird das Telefon bzw. ein Account für das VoIP-Telefon angelegt und für kommend und gehende Telefonie wird eine Rufnummer festgelegt. Die sogenannten Account-Daten, Name, Login-Name plus Passwort benötigen wir dann im Telefon, um das Ganze mit der Fritzbox zu verbinden. Schaut euch dazu bitte halt dieses Video an. Jo, gucken wir mal kurz rein. Das sind jetzt ein paar Screenshots. Wir können da nochmal live reingucken und ein paar Einstellungen kontrollieren. Wie gesagt, wenn ihr in der Fritzbox den Account für ein VoIP-Telefon angelegt habt, das ist völlig egal, für welchen Typ VoIP-Telefon, ihr braucht einen Namen, sogenannten Registrierungsname und ein SIP-Passwort. Diese beiden Sachen hier, die müsst ihr hier unter Konto registrieren, Konto 1 entsprechend eintragen. Registrierungsname und Benutzername sind jeweils identisch. Das ist dieser hier. Und das Passwort entsprechend hier. Unter SIP Server 1 kommt die Fritzbox rein, einfach Fritz.box, sonst nichts weiter. SIP Server 2 habe ich hier im Screenshot nicht mehr dabei, leer lassen. Ein bisschen weiter unten kommt der ausgehende Proxy, Fritz.box. Die Porteinstellungen drin lassen, wie sie vorgegeben sind, bestätigen und dann registriert sich das Telefon mit der Fritzbox und meldet sich an. Wer die alten Yealink-Videos von mir gesehen hat, wird hier einen deutlichen optischen Unterschied sehen. Yealink hat hier die Oberfläche sehr stark verändert und angepasst in Richtung auch Touch. Bedienung, das heißt, wir haben hier größere Abstände, die Schaltflächen sind anders gestaltet. Also ja, gegenüber den alten Telefonen und Webinterface hat schon einen gravierenden Unterschied. Das macht aber nichts. Das Funktionsprinzip ist immer dasselbe. Einloggen im Yealink, Konto registrieren, Konto 1 einschalten, Name, Name, Passwort, Fritzbox. Fritzbox bestätigen und schon funktioniert das Ganze. Gut, gucken wir mal kurz rein im WLAN-Bereich. Ich hatte schon bereits gesagt, das T54W ist ein guter Kompromiss aus Preis und Leistung. 2,4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN und es funktioniert an der Fritzbox einwandfrei. Kann man direkt am Telefon problemlos anmelden. Man kann es allerdings auch hier übers Webinterface machen. Das Webinterface erreicht man natürlich dann erst nur dann, wenn es über Kabel angebunden ist, weil vorher kann ich ja das Webinterface nicht erreichen. Jo, gucken wir noch mal kurz rein. Die Leitungstastenbelegung, so sieht das Ganze aus, wenn ich die Leitungstasten entsprechend mit Kurzwahlen belege.
entsprechende Zielnummern. Hier bei Wert ist dann die entsprechende Telefonnummer, die angewählt werden soll. Das sind hier einfach nur fiktive Telefonnummern, die ich aus der Luft gegriffen habe. Also nicht versuchen, die anzurufen, einfach nur, damit man sieht, aha, das ist eine Telefonnummer. Die nachgestellte Raute ist dafür da, dass der Befehl zum Wählen sofort rausgeht und das Telefon nicht erst 5 Sekunden wartet, oder auf das OK wartet oder auf die Raute-Taste wartet. Label ist dann eine entsprechende Beschreibung. Kann genauso gut auch Physiotherapie sein, keine Ahnung. Die Leitung 1 entspricht im Prinzip dem Account 1, wo welchen ihr unter Fritzbox verbunden habt. Da wird dann auch die abgehende Rufnummer hinterlegt. Gut, wie gesagt, ein ganz schnelles Video. Wir gehen mal kurz übers Webinterface rein. Ich habe hier mal das T54W mit der aktuellsten Firmware und ich habe auch bereits das Webinterface umgestellt. Ihr habt hier oben rechts die Möglichkeit, entsprechend eine Sprache einzustellen. Das geht auch sehr, sehr schnell. Also gegenüber den anderen Telefonen, den älteren 20er-Serien, schon eine deutliche Beschleunigung. Gut, schauen wir uns mal ganz kurz von oben nach unten durch. Wir schauen uns mal den Status an. Wir haben hier die Hardware-Version und die aktuellste Firmware mit der .84025. Wir können mal kurz hier auch schauen unter Support, Documents und Software. Mal schauen. Desk-IP-Phone. Und da haben wir das T54W. Und da haben wir hier unter Firmware und Release Notes entsprechend die aktuellste Firmware. Die ist vom 16. März 2020, also top aktuell. Und wer die Release Notes lesen möchte, hier oben ist auch die PDF dazu. Datenblatt in Deutsch ist verfügbar, auch in Spanisch, Französisch, Italienisch. Schnellanleitungen und so weiter und so fort sind natürlich hier auch zu finden. Gut, also wenn ihr ein Yearlink gekauft habt, findet ihr das Ganze im Support-Bereich. Die entsprechende Datei herunterladen. Die muss .rom heißen oder .bin. Das ist unterschiedlich. Bitte schauen, manchmal wird euch auch eine ZIP-Datei angeboten. Bitte diese erst entpacken und nicht im Telefon als Firmware-Update-File anbieten. Also unbedingt .rom oder .bin. In der Regel ist es ROM bei Yearlink. Gut, schauen wir mal zurück. Da sind wir. Also 84.025, wir können noch mal kurz schauen. 84.025, ganz genau. So, was haben wir noch? Ein Wi-Fi-Status. Mein Telefon ist hier über WLAN 5 GHz verbunden. Wir haben eine Signalstärke von 4, Kanal 52 und so weiter und so fort. Hier haben wir die Kontenregistrierung mit den entsprechenden Einstellungen. Ich scroll mal nach unten. SIP-Server 2 braucht man nicht. Proxy muss an sein, Fritz.box. Und nach getätigten Einstellungen hier bestätigen, nicht vergessen. Was haben wir unter Basis? Dürfte relativ uninteressant sein. Gucken wir mal in Codex rein. Hier ist es noch nicht ganz interessant. Eine Änderung, die ich empfehle, diese Reihenfolge der Codecs hier entsprechend zu korrigieren. U steht für USA. Das sogenannte U-Law oder Micro-Law-Codec, der wird in Europa eher selten benötigt. Deswegen einfach hier an die dritte Stelle schieben und den A auf die zweite Stelle. Also zum Beispiel so her. Na, also die Reihenfolge, so wie sie jetzt hier ist, ist okay und sollte in der Regel funktionieren. G722 ist das sogenannte HD-Audio-Codec und ja, funktioniert auch in den meisten Fällen heutzutage.
Das sind alte G711 Codecs halt für Europa bzw. Amerika. Schauen wir mal, was haben wir noch erweitert? Ich scroll mal durch, wo mir was dazu einfällt. Sage ich noch was dazu. Wenn euch das Ganze zu schnell geht, dann einfach das Video anhalten und mit euren Einstellungen vergleichen und gegebenenfalls korrigieren. Netzwerk, Basis, IPv4, DHCP, klar, wir sind jetzt über WLAN, IPv6 habe ich komplett ausgeschalten. PC-Port habe ich jetzt ja nicht im Betrieb, NAT ist auch nicht im Betrieb, weil das alles unsere Fritzbox macht. Was haben wir noch erweitert? Ja, wir haben hier ein privates Netzwerk, wir haben weder Link Layer Discovery Protokoll noch Cisco Discovery Protokoll. Also das kann man in einem privaten Fritzbox Netzwerk vermutlich alles ausschalten. Für den einen oder anderen vielleicht die Geschichte 802.16 noch interessant, aber halt im privaten Haushalt mit einer Fritzbox wohl eher selten. Gut, was haben wir noch? WLAN haben wir hier nochmal. Diagnose, hier kann man die Möglichkeit noch pingen oder diverse Sachen abzusenden. Ja, Homeoffice. Da ist natürlich der Punkt Leitungstasten belegen. Wie belege ich die richtig? Natürlich nicht mit Leitung hier vorne vom Typ, sondern mit Kurzwahl. Die Rufnummer, entweder eine externe Rufnummer wie hier oder eine Fritzbox interne Rufnummer wie in diesem Fall. Entsprechend bezeichnen und das Konto damit verbinden. Man kann ja auch mehrere Konten mit der Fritzbox verbinden, zum Beispiel für eine dienstliche oder private Nummer. Habt ihr in einem anderen Video gesehen, dann würde hier halt zum Beispiel halt Leitung 2 stehen. Wir haben nur ein Konto angelegt, also kann man auch nur über die 1 telefonieren. Programmierbare Tasten hier würde ich an ihren Stellen nichts ändern. Das sind die Tasten unterhalb des Displays und horizontal. Die Leitungstasten hier sind die Tasten rechts und links des Displays. Wenn ich nicht irre. Ja, das müssten diese sein. Gut, was haben wir noch? Externe Tasten. Wir haben das Key-Modul angeschlossen, das EXP50. Auch hier können wir die Tasten entsprechend belegen. Kurzwahl, Rufnummer immer mit einer Raute hinten dran, die Bezeichnung und die Leitungstaste. Speichern nicht vergessen. Und dann geht das los. Funktionen. Weiterleiten und nicht stören. Scroll ich mal durch. Fällt mir hier dazu jetzt gerade nichts dazu ein. Könnte alles, denke ich, alles so bleiben. Auch hier allgemeine Informationen, vermutlich nichts, was von Interesse wäre. Aber wie gesagt, das ist eine Frage des Anwendungsfalls. Audio, was haben wir noch? Denke, brauchen wir hier nichts dazu sagen. Sprechanlage wird zu Hause keiner haben. Kann man anlassen, kann man auslassen. Eure Entscheidung. Transfer wäre noch eine wichtige Sache. Hier solltet ihr diese beiden Sachen einschalten, weiterleiten bei Auflösung in der Konferenz auf ein und weiterleiten mittels DSS-Key nach Rücksprache. Das solltet ihr auf alle Fälle einschalten. Übernahme und Parken mit der Transfertaste. Fernsteuerung unrelevant. Telefonsperre. Ja, vermutlich auch nicht relevant. Automatic Core Distribution dürfte im privaten Bereich auch eher selten anzutreffen sein. SMS vermutlich auch. Bluetooth, wer ein Bluetooth-Headset hat, kann hier Bluetooth einschalten und das Ganze dann miteinander verbinden. Netz-LED. Hier kann man noch einstellen, wie sich das Telefon in die LED verhält bei diversen Ereignissen. Benachrichtigungs-Pop-ups entsprechend auf dem Display bzw.
LED, Pop-up müsste eigentlich dann Display sein. So, was haben wir noch an Einstellungen? Preference. Schauen wir mal. Wir haben hier die Möglichkeit, Klingeltöne einzustellen. Wir haben die Möglichkeit, den Bildschirmhintergrund und entsprechend die Bildschirmschonerzeiten und so weiter ein- und auszustellen und so weiter. Ich denke, das hat wahrscheinlich weniger Priorität als das, dass unser Telefon ein korrektes Datum und Uhrzeit anzeigt und deswegen hier DHCP-Zeit auf Einschalten, manuelle Zeiteinstellung auf Off, NTB nach DHCP-Priorität auf Hochsetzen, primärer Server, Zeitserver, DE, Pool, NTB.org, DE für Deutsch. Sekundärer Server könnte man die Fritzbox benutzen und den Aktualisierungsintervall empfehle ich auf 120 Sekunden zu setzen, sodass das immer recht gut funktioniert. Zeitzone, wir sind in plus 1, da ist auch Berlin mit dabei. Sommerzeit, Winterzeit Umstellung brauchen wir nicht, weil diese Zeitsurfer machen die Sommer-Winterzeit automatisch, sodass sich das Telefon das selber immer direkt holt und korrigiert. Also muss ich das hier nicht im Telefon machen lassen. Zeitformat, ja, 12 oder 24 Stunden, eure Sache. Datumsformat, Tag, Monat, Jahr, mit vierstellig, eigentlich eine ganz prima Geschichte und üblich in Deutschland. Und natürlich betätigen, bestätigen, nicht vergessen. Anrufanzeige. Ausprobieren. Upgrade. Was haben wir hier unter Upgrade? Wir können das Telefon auf Werkszustand zurücksetzen. Wir können es auch neu starten. Habt ihr euch ausgesperrt? Passwort vergessen? Habt ihr versehentlich auf Chinesisch gestellt oder Türkisch oder was weiß ich und ihr kommt nicht mehr ran? Nützt euch diese Geschichte ja gar nichts, weil ihr könnt es ja wahrscheinlich nicht mehr lesen, beziehungsweise ihr könnt euch nicht mehr einloggen. Dann einfach die OK-Taste direkt am Telefon für 5 bis 10 Sekunden drücken. Dann kommt irgendeine Display-Meldung und davon die rechte Taste für Bestätigen drücken, was auch immer dann dort steht. Und dann sollte das Telefon auf Werksreset zurückgehen. Upgrade. Werksreset natürlich nochmal kurz Englisch, logisch. Upgrade. Hier können wir die Firmware hochladen und dementsprechend dann das Telefon damit aktualisieren. Der Vorgang geht recht schnell, also ich bin echt beeindruckt bei dem Telefon hier. Das hat keine 3, 4 Minuten gedauert ungefähr. Ich habe das nicht genau gestoppt, aber das ging ratzfatz. Gut, automatische Bereitstellung. Da wir keine professionelle Telefonanlage benutzen, können wir das hier ausschalten. Konfiguration. Ja, ich gehe mal kurz drüber ohne weiteren Kommentar. Vielleicht nützt dem einen oder anderen das Ganze was. Wählplan. Den Wählplan würde ich nicht im Telefon hinterlegen, den würde ich in der Fritzbox hinterlegen. Deswegen würde ich hier nicht drauf eingehen. Also zum Beispiel Rufnummern sperren oder solche Sachen. Kommt in die Fritzbox rein, nicht ins Telefon. Sprache. Was haben wir hier noch? Da können wir noch diverse Sachen einschalten. Das sind jetzt die Defaults. Sollten im Normalfall funktionieren. Unter Klingelton können wir noch diverse Klingeltöne einstellen. Sonstige Töne, Wähltöne anpassen. Wählen Sie das Land aus. Unser Fall Deutschland. Und bestätigen nicht vergessen. Softkey aussehen. Sollte im Normalfall nicht unbedingt angepasst werden müssen. Jo, ansonsten TH069 dürfte im privaten Bereich auch keine Relevanz haben. Sprachmonitoring wahrscheinlich auch eher nicht. Was haben wir hier? Wir haben die SIP-Konfiguration mit den entsprechenden Timings und so weiter und so fort, beziehungsweise QoS-Sachen. Egal. Es muss funktionieren. Ich gehe jetzt ja nicht weiter drauf ein. Einfach so lassen, wie es ist. Funktioniert. Energiesparmodus.
Können wir einstellen, von wann bis wann geht das Telefon in Energiesparmodus? Bürozeit 7 bis 19 Uhr. Außerhalb der Zeit geht es natürlich dann in den Energiesparmodus. Jo, was haben wir noch? Kontakte, Adressbuch oder wie auch immer. Google-Kontakte. Wow, man kann hier neuerdings Google-Kontakte einbinden. Na, das ist doch mal was. Das macht die ganze Sache natürlich dann schon interessanter. Das war bei den alten Telefonen noch nicht möglich. Schade, dass man da nicht zum Beispiel auch GMX oder Web.de oder sowas, was in Deutschland halt sehr oft benötigt wird, genutzt wird, hier einbinden kann. Okay. Ja, wenn ich das Ganze hier einschalte, bestätige, könnte ich mich hier mit meinem Google-Account nach E-Mail plus Passwort einloggen und meine Kontakte würden hier durchgeschalten werden. Sehr schön. Lassen wir mal weg. Also, wer seine kompletten Kontakte bei Google hat, für den dürfte das hier interessant sein. LDAP. Wer LDAP benutzt, bitteschön. Was haben wir noch? Ja, das war's. Passwort für den Admin ändern, dringend empfohlen, insbesondere in Haushalten, wo technikaffine Kinder oder ja, Leute sind, die meinen, Ahnung zu haben und alles mal ausprobieren müssen. Deswegen auch hier diese Warnung, bitte Passwort ändern. Default Login Admin und Passwort Admin nach einem Werksreset. Na? Jo, Zertifikate für die, die es benötigen, können das Ganze hier noch installieren. Und das soll das Ganze schon gewesen sein. Jo, gucken wir noch mal ganz kurz, wie das Telefon hier ausschaut. Wie gesagt, funktioniert an der Fritzbox. Achtet bitte drauf, wenn ihr das Ganze mit der Fritzbox verheiratet, paired, dass eure Fritzbox die aktuellste Firmware drauf hat, also 6.80 oder neuer. In seltenen Fällen kommt es da das Problem, dass dann der Account trotz korrekten Login-Name und Passwort nicht akzeptiert wird vom Telefon bzw. von der Fritzbox. Dann hilft es oft einfach mal die Fritzbox neu zu starten. Also bitte nicht einfach Stecker ziehen und nach einer Minute wieder anstecken, sondern in der Fritzbox geht das Ganze unter System. Schlag mich tot, irgendwo ist der Punkt Neustart. Einfach mal drücken und nach 3, 4, 5 Minuten ist die Fritzbox dann wieder online. Und dann einfach nochmal mit dem Telefon versuchen, das Ganze zu verheiraten. Jo, das soll es gewesen sein. Ganz schnell. Zwischendurch für alle, die meinen, okay, Homeoffice ist für mich jetzt wichtig. Ich brauche ein Telefon, ich brauche Speichertasten. Ich muss wissen, wie das Ganze funktioniert. Ein Headset, Bluetooth geht, wie gesagt, kabelgebunden wäre auch möglich hier für knapp 26 €. Wer schon ein Bluetooth-Headset hat, kann das ja mit dem Telefon hier verbinden, da braucht das hier oben nicht. Und damit seid ihr betriebsbereit. Viel Erfolg und viel Spaß.